Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. So. stehen geblieben, Entschuldigung. Stehen geblieben sind wir ja das letzte Mal hier. Und ich bräuchte jetzt noch ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht genau. Brauche ich jetzt Dispenser oder nicht? Werfer oder Spender? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also was ich brauche ist das Teil, was den Wassereimer nicht ausspuckt, sondern eben nur das Wasser von dem Wassereimer. Ich glaube, das ist ein Werfer, ne? Ne, ein Spender. Spender? Oh, ich muss gleich mal gucken. Muss echt gleich mal gucken. Ah, komm. Ja, E-Zigarette bin ich immer noch am überlegen. So, warte mal, ich brauche zwei Stück. Dann schauen wir mal bei denen. Ich glaube, ich brauche die Grinsebacke, ne? Achso, ich brauche noch, brauch noch ein bisschen Redstone. Und eventuell sowas. Ja, guck mal hier, da habe ich doch noch Holzdruckplatten. Ach komm, nehme ich die mal mit. Warte mal, ich brauche nur 5, nee, 8, 7. Das sind 6. Ich brauche 7, danke. Gut, dann haben wir vielleicht irgendwo noch Leinen oder sowas. Nee, hier nicht, aber Eimer. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Dann nehme ich mal ein bisschen noch eine Kiste mit. Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. Nehme ich mal zwei Kisten mit. Brauche ich sonst noch irgendwas? Name Tags brauche ich nicht. Glaube ich. Ja, gut. Dings hatten wir, glaube ich, noch da hinten. Achso, halt, Redstone, Redstone. Hallo. Ja, wegen E-Zigarette. Halt, da. Wegen E-Zigarette. Scheiße. komm. Lassen wir den hier decayen, fertig. Wegen E-Zigarette. Ja, es soll wirklich Vorteile geben. Erstens, man stinkt nicht mehr so. Zweitens, ist es günstiger. Drittens, es soll etwas gesünder sein. Also man hat dann nicht mehr die ganzen Giftstoffe wie Blausäure und sowas dann in der Lunge oder inhaliert es dann eben. Was es andere ist, da muss ich jetzt... Warte mal, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, wie das Zeugs heißt. Ah, Mann, eh. Warte mal, wem habe ich das geschrieben gehabt? Genau, dem. Diacetyl. Ja, das Diacetyl, das besagte. Diacetyl ist ein Gas, beziehungsweise ein flüssiger Stoff, der verdampft wird und hauptsächlich erst einmal bei der, ach, wie sagt man, Popcorn. Ja, genau, bei der Popcorn-Produktion eingesetzt wird oder wurde. Gibt es auch in vielen Lebensmitteln. So. Und, ja. Ist eben auch in dem Liquid drin von achso, warte mal, ich habe doch hier einmal drin. Ist auch in dem Liquid drin von, Dingens. Aha. War jetzt natürlich genau falsch. Ja. Mhm. Super. Naja, okay. Dann kommst du mal weg und wir brauchen da noch ein bisschen was an Zeugs. Hauptsächlich Cobblestone. Bäh. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt den Bogen brauche oder nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Naja, Diacetyl verursacht auch die sogenannte Popcorn-Lunge. Und zwar wurde das erste Mal bei den Mitarbeitern in der Popcorn-Fabrik festgestellt. Die haben dann über, ja, quasi über eine Bronchitis geklagt und, ja, bei denen wurde dann die Popcorn-Lunge dann festgestellt. So, jetzt muss ich mal gucken. So und so. Du gibst Spender. Okay, gut, dann brauche ich noch die Bögen. So, mache ich mir gleich 16, 16 Stück, weiß ich nicht genau, ob ich so viel habe. Achso, warte mal, wir haben doch... Ja, genau. Wie sieht, ja, das sieht auch gut aus, ist Inventar. Dann gehen wir doch gerade mal hier zur... Na? Oh, naja. Zu dieser schönen Farm. Da haben wir doch eigentlich Bögen drin, ne? Da, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, gut, das reicht jetzt erst einmal. Ja, siehst du, dann sind die auch für irgendwas zugute. Ja, die Popcorn-Lunge, die wurde das erste Mal eben bei den
Mitarbeitern in der Popcornfabrik festgestellt, Bronchitis. Aber ja, das, die Auswirkungen sind dann eben dann doch ein bisschen krasser. Weil dann eben... Ah, jetzt kann ich schlafen. Weil die Lunge da richtig angegriffen wird und das vernarbt dann auch, das Zeugsen. Also ist gar nicht so lustig. So. Einer. Zwei. Drei. Vier. Ja, und das Diacetyl, das wurde eben auch nachgewiesen in den Liquids. Irgendwie 35 oder mehr von diesen Liquids sollen das Zeug drin haben. Na, toll. Und dann habe ich mal ein bisschen weiter recherchiert. Diese sogenannten Liquids, ja, die haben so eine geringe Menge drin. Da ist in Butter eigentlich mehr drin. Achso, ja, nochmal zum Diacetyl, ne? Das ist quasi Buttersäure. Oder gibt dem Popcorn so den Buttergeschmack. Und es wird eben hauptsächlich bei Mikrowellenpopcorn hinzugefügt. Und ja, ist dann eben so, ne? Ist dann eben so. Mhm. Super Deutsch wieder. Na kommt, vermehrt euch wieder. Danke. So, das nochmal und dann, nee, das nicht, aber das da. Kann man ja mal machen. So. Ja, und da gab es eben so eine Diskussion. Ja, das hat doch Diacetyl, das ist doch hier schwer für Lunge und so. Nicht besonders gut für die Lunge. Ja, und Recherchen weiterhin haben dann eben ergeben, dass dann, ja, dass dieses Diacetyl eben auch in vielen Lebensmitteln vorhanden ist. Unter anderem auch in Zigaretten. Warum auch immer, was es da auch in den Zigaretten so, verloren hat, weiß ich nicht. Und ja, gut. Ist dann eben so. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, und da gab es eben so die Diskussion, ja, warum man dann eben das, nee, Quatsch. Was war, warte mal, ich krieg's gleich zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, da muss noch eins zurück. Der muss dahin. Nee, da komme ich immer noch nicht raus. Ja. Man merkt, ich mache schon wieder 50.000 Dinge auf einmal. Es geht nicht. Wegen den E-Zigaretten haben sie sich dann erstmal so, ja, aufgetan und so. Von wegen, ja, die sind doch total schädlich und hast nicht gesehen. Und dann kam eben das Schlagwort Diacetyl und ja, gut. Habe ich mir dann auch gedacht, gut, wenn es dann eben so ist, dann ist es eben so. Aber machen wir das mal erstmal so. Wo habe ich denn das Redstone hin? Habe ich das wieder zurückgepackt? Nein, oder? Boah, ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Naja. Und wie dann eben schon gesagt, ne, Diacetyl dann erstmal gegoogelt und so. Und das ist dann eben auch in vielen Lebensmitteln enthalten. Und deswegen, ja. Man sollte erstmal sich informieren, bevor man irgendwie so einen Hype auslöst. Und ja, da muss ich aber mich an der eigenen Nase fassen, weil ich habe dann eben auch gesagt, ja, da ist dann Diacetyl drin und das ist dann die Popcornlunge, die sie verursachen kann und ja. Wurde ich dann auch erstmal selbst aufgeklärt. Hab mich dann aber auch erstmal bedankt. Ne, so ist es ja nicht. So, gut. Hätten wir das schon mal abgehakt. Und wie gesagt, ich bin da wie schwer am Überlegen. Weil auch mein bester Kumpel hat gesagt, der hat auch so ein Teil zu Hause. Und der hat mich dann eben auch dazu gebracht, mal drüber nachzudenken. Hat eben auch gemeint, so ein Starter-Set kostet knapp 60 Euro. Und ja, also das hält dann auch schon eine Zeit, ne? Also wahrscheinlich länger als normale, reguläre Zigaretten. So, warte mal, da müsstest du hin, gell? Oder? Was bist denn du? Du bist genau das gewesen. Naja. So, zack, 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 zack. Zack. So. Da ist noch nichts drin. Okay. Aber wo ist die? Da ist sie. Da ist die Druckplatte. Ja, das klingt gut. So. Warum ich das jetzt so mache, hat den ganz einfachen Grund. Ich muss hier noch zumachen. Hat den ganz einfachen Grund. Ich möchte
hier jetzt ein paar Schafe einsperren. Machen wir das so? Ja, komm, machen wir so. Und dann hier eben noch so ein bisschen. Ja, komm. Das da weg. Damit wir das da hinten auch noch zumachen können. Dann brauche ich auch noch ein bisschen Holz. Ich möchte da die Schafe einsperren und dann eben mit einem Wasserlauf vorspülen, damit ich die dann einfacher scheren kann. Ja, genau so. So, so. So und so und dann, na komm. Zack. Gut. Das hier möchte ich das da hinten aber noch zumachen, damit da eben auch kein Creeper oder sonst irgendwie was reingeht. So. Wie machen wir das jetzt hier am geschicktesten? Ich glaube, so. Ja, komm. Ja, das sieht ganz gut aus. Hier noch sowas. Dann auf der anderen Seite noch. Und hier machen wir dann aber Zäune rein. Ja, da brauche ich. Ja, doch, hier brauche ich auch. Na, verdammt. Warte mal, hier, das kommt weg. Was ist denn jetzt los? Ist ja um Schafe oder was? Ha! Geil. Cool. So, du kommst dann dahin. Genau. Und dann hier so Zaun. Das kommt dann auch wieder weg. Dann du dahin und dann auch. Nee, da Zaun. Komme ich jetzt da noch? Nee, komme ich jetzt nicht. Dann kommst du jetzt nochmal weg, weil da muss er jetzt vorher nochmal ein bisschen Wasser rein. Gut. Dann, wo habe ich die Leine hin? Die habe ich noch mitgenommen. Da ist sie. Dann kommst du mal mit. Schön mitkommen. Schön mitkommen. So, komm her. Komm her. So, dich mache ich dann erstmal hier fest. Ich bräuchte wieder das Ding hier. So, zack. Ja, toll. Nein. Ah, Moment, das haben wir gleich. So, dich da rein. Und dann, zack. Wasser fließt. Geht dann hier schön in den Hopper. Jawohl, sauber. So, nee, wann, wann, wo, 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 da. Habe ich dich jetzt? Nee, habe ich nicht. Da, komm, komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm schön mit. Schön mitkommen. Schön mitkommen. So. Dich da dran, genau, damit du nicht wieder abhaust. Zack. Wunderbar. Hehehe. Jetzt haben wir schon mal die ersten zwei Schafe da drin. So. Das, das, das. Oh, und die kommen hier auch nicht raus. Ja, komm, ich mache hier nochmal sowas. So. Ja, dann haben sie hier ein bisschen Platz, ne? Dann kann man sie hier schön scheren. Moment, haben wir eine Schere da? Ich glaube nicht, ne? Schere haben wir, glaube ich, vorne im Dingens, ne? Müsste, sollte, könnte und so weiter. Ja, dann hätten wir hier schon mal die ersten Schafe drin. Das ist sehr gut. Die können wir uns dann noch umfärben. Je nachdem, wie wir sie haben wollen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich das einfach nur so mache oder anders oder. Also mit der Anordnung der Farben bin ich mir jetzt noch ganz schlüssig. Nun den. So, zeig mal her. Ich gehe da drauf. Dann kommen die Schafe hier angedüst. Na? Ja, sehr gut. Funktioniert. Würde es auch ohne. Achso, warte mal. Kann ich jetzt nicht testen, ne? Aber hier, Wolle drin. Sehr gut. Die kann ich gleich mal rausnehmen. Weil die kommt dann oben. Nein. Ach. Kommt dann da oben drauf. So. Und ich glaube, hier kommt auch noch ein Wolleblock. Hier kommt auch noch ein Wolleblock. Dann machen wir die Fackel hier hin. So. Du weg. Und du dann dahin. Gut. Moment,
Aber das hier nochmal. Da hinten komme ich eh nicht hin. So. Ja, doch, das passt so. Das passt so. Ja, sehr schön. Nennt mir hier schon mal so ein Ding. Vielleicht kann man das noch ein bisschen schöner machen, dass man da noch ein paar Stufen oder sowas dran macht. Mal gucken. So, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.